Leute, bevor dieser Vlog jetzt hier beginnt, wollte ich noch mal ganz kurz was loswerden. Ich hoffe, dieser Vlog gefällt euch. Also haut rein. So, aha, Telefon am Ohr. Ah, Spirdalei, jetzt habe ich dich erwischt mit Telefon. Leute, ich wollte noch mal eine Sache loswerden. Ich hatte einen Baggerfahrer da, selbstständige Basis. Ja, 10 Jahre Baggererfahrung, er konnte gar nichts davon, mal abgesehen. Heute Morgen kommt er einfach nicht zur Arbeit. Nicht mal abgemeldet, gar nichts. Einfach nur kurz geschrieben, jo, Gio. Nee, nicht mal geschrieben, Entschuldigung. Ich habe ihn versucht anzurufen, er hat mich geblockt, so war das. So sind die Leute heutzutage. 10 Jahre selbstständig oder was weiß ich, Alter. Und ich kann nichts, kann ich meinen Laser aufbauen, dann schiebst du die Leute mit durch, weil du im Moment gar nichts kriegst, Alter. Und die blockieren dich und gehen nicht mehr ins Telefon, ey. Und du hast den ganzen Stress. Ich habe 7 Kilo abgenommen in den letzten 2 Monaten. 7 Kilo, Alter. Guck mal hier, die Hose, guck mal. Kann man das sehen? Warte mal, guck mal hier. Durch den ganzen Stress. So Leute, wir hängen jetzt ein bisschen hinterher. Guck mal hier, was das für ein Boden ist. Ja, kriegst du kaum verdichtet, auch schwer zu befahren mit den Maschinen. Und wir hängen hier echt ein bisschen hinterher. In dem Bereich haben wir nämlich einen Bombenkrater gefunden. Und das Gesetz gibt es her, was ich auch gut finde, dass Bombenkrater komplett beräumt werden müssen. Sonst kriegst du da keine Baugenehmigung bzw. ja, Freigabe für. Weil es kann sein, dass sie manchmal Krater hatten und dann haben sie die mit anderen Sprengkörpern zugeschmissen, Bomben auch reingeschmissen oder vielleicht ist er nicht richtig detoniert oder wie auch immer. Und darum müssen die komplett aufgemacht werden und wieder, ja, lagerweise verdichtet und verfüllt werden. Das schmeißt uns natürlich 2-3 Tage zurück. Aber das ist manchmal so. Steckt man nicht drin. Ist so. Ja, wie ihr seht, sieht das hier aus wie eine Wüste. Unser Plan, um sozusagen, da müssen wir einen Straßenbauflies über weglegen, was ich übrigens noch abholen muss, fällt mir gerade ein. Und darauf kommt dann eine 30-35 cm dicke BMG-Schicht. Alle Maschinen wieder im Einsatz, wie ihr seht. Dann machen wir jetzt gerade einen Platz für den Container-Tents. Da habe ich nämlich nur E-Patent drauf. Leute, auf dem Sand kann man hier kaum fahren, da keine Nullanteile, die ist nicht verdichtet. Und da brauchen wir jetzt Schotter. Dann müssen wir mit dem Bagger laden. Eins kann mir keiner nehmen und das ist Tanzen. Leute, ist so geil, wie viele das feiern mit dem Tanzen. Unglaublich, ehrlich. Egal wie scheiße was ist, muss ich immer dran denken, wie viele mir bei Insta Videos schicken und sagen, ey, Tanzen. Und immer dran denken, ihr müsst so Tanzen. Das muss natürlich auch mal gemacht werden, und zwar Wäsche. Nicht zu Hause die Wäsche, die mache ich nicht, das kann ich nicht. Waschmaschinen bedienen, Alter, da muss ein halber Ingenieur sein. Aber hier sowas hier. Und das mache ich jetzt nämlich. Moin, moin. Leute, ich bin voll im Arsch, Alter. Bis heute Nacht um 12. Bagger Jens. Bis heute Nacht um 12, Alter, beim Steuerberater gesessen. Mit so einer scheiß Finanzierung, Mann. Mein Kopf hat gequält. Und jetzt ist es kurz vor 7. Ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden. Dann war ich kurz noch was besorgen. Jetzt bin ich hier bei Wirt. Hol noch ein bisschen AdBlue, weil die Maschinen alle AdBlue tanken und 5000 Liter in der Woche brauchen. Diesel auch nochmal 10.000 Liter und kosten das auch 20.000 Euro. Und jeden Tag gestern 3 Rüttler in die Werkstatt gebracht, zu Wacker. 3 Rüttler an einem Tag Schrott gemacht. Aber Leute, tanzen! Heute der Vlog, der werde ich immer mich einen Tag begleiten, wie mein Tag so ist. Von Baustelle zu Baustelle, hier gucken, da gucken, Plan organisieren. Heute werden wenig Baggeraufnahmen da sein. Aber nützt nichts. Und den Tag gibt's auch, Bro. Also, Tschüssikowski. Jo, tschüss, tschüss, tschüss. So, Leute, mein Einkauf bei Wirt, der war erfolgreich. Ich zeige euch, was das macht. Da hinten, AdBlue, Müllsäcke. Das könnt ihr eigentlich auch machen. Für jeder, der sich was dazu verdient, jeden, der sich was dazu verdienen möchte, der soll seine Klamotten zerreißen und Säcke tun. Also 50 Euro und 10 Kilo Sack mit zerrissener Wäsche als Putzlappen. Also wisst ihr, wie ihr Geld macht. Eure Schlübis verkaufen. Vielleicht muss ich mal zu Wacker, dann ein paar Sachen wieder abgeben in der Werkstatt. Und jetzt gehe ich hier zu ABS. Und werde da auch noch mal Geld lassen. Bin die Shopping Queen. Und dann werde ich reingehen und sagen, tanzen, ich wollte nichts kaufen. Der Einkauf war auch wieder erfolgreich. Ich bringe immer, wenn ich einkaufen gehe, bringe ich immer was für meine Jungs mit. Letztes Mal habe ich eine Kinderschaufel mitgebracht für den Baggerfahrer, weil er nie schaufelt. Da habe ich ihm so eine kleine Kinderschaufel mitgebracht. Und jetzt habe ich für meinen super Handmann einen Helm mitgebracht, weil Baumeister. Und Leute, ganz wichtig, das werde ich ihm gleich geben, da freut er sich wieder. Also das sind so kleine Sachen, finde ich immer, an die man festhalten muss. A few minutes later. Das sind so Dinge, finde ich, wo man noch ein bisschen, ja, Spaß hat, noch ein bisschen lachen kann, weißt du? Sonst ist das Kind ganz im Brunnen gefallen. Und ich sag mal, diese 1000 Euro für die Zange machen wir nicht arm. Kennt ihr die? So Leute, jetzt sind wir bei Wacker. Jetzt bringe ich den Mietrüttler zurück, den einen. Da habe ich wieder ein bisschen Platz auf dem Auto. Weiß wie nights. Hier, der geil Neusen. Ich habe so einen USB-Stick vom Kumpel bekommen. Ich weiß nicht, ob man mich hört.
Und der Feuerball. Oh, oh, da kommen die Bullen. Get ready to mount. Kennt ihr das? Wo alle 10 Sekunden was Neues dazukommt, so? Wir fahren jetzt nämlich zu den Jungs, Michi und David, meine beiden Jungs. Die arbeiten hier und machen hier Rohrleitungsbau. Dann wollen wir jetzt mal gucken, was sie machen. Undercover, ich habe mir extra ein Auto gemietet. Würde ich niemals machen, sowas. Wenn du kein Vertrauen zu deinem Team hast. Aha, der Bagger dreht. Gucken wir mal. Läuft. Leute, wir... Grüßko. Musst du wen grüßen, David? Moin Moin, meine Muschis. Alles klar, du? Guck mal hier, er hat sich ein eigenes Radio gebaut. Michi ist auch fleißig. Ja, wink. Hallo, ich hab gerade gesagt. Ja. David, ich hab was für dich. Wasserbutter. Nee, besser. Cool, wahrscheinlich. Viel, viel besser. Oh, Bauleiter, du Chief! Und pass auf! Aber wie? Und ich hab noch was. Oh, jetzt hab ich keinen Job. Alle Kinder lernen lesen. Klasse. Oh Mann. Die Arbeit da läuft, das freut mich schon mal sehr. Jetzt muss ich gleich noch zu der anderen Kolonne. Hier, guckt mal. Mein schöner Lüder Kramer. Die Jacke wollte ich aus dem Herz, weiß ich, was ich wollte. Jetzt fahren wir noch zu der anderen Kolonne, da haben wir Z480, so ein, ich glaube, 19-Tonnen Radlader. Und den wollten wir eventuell übernehmen. Müssen wir aber noch mal gucken. Jetzt muss ich einmal zu meiner Klamottentante fahren. Das ist die gute Martina Degenhardt, DEMA in der Wurmsdorf. Da kaufe ich mir meine Arbeitsklamotten. Die ist super sympathisch, sehr zuvorkommend, hat einen geilen Service. Und ich unterstütze auch diese kleinen Läden lieber als diese Riesendinger da, wo die Beratung scheiße ist, wo nichts mehr persönlich ist. Und da kommst du mal rein, die quatschen auch mal 10 Minuten mit einem so, weißt du, das tut mal gut so, vom Alltag mal abzuschalten, vom Stress. Jetzt habe ich gerade wieder Klamotten bestellt und da kam Poloshirts, leider eine Woche später als die anderen Klamotten. Die hole ich jetzt ab, die müssen heute noch zum Drucker. Jetzt ist das Wetter natürlich schön, aber morgens ist natürlich kalt, wir haben morgens irgendwie zwischen 2 und 4 Grad. Und wenn die Jungs dann ohne Jacken oder Westen oder so rumrennen, dann ist das schon scheiße, ne? Und mittlerweile sind die auch schon pissig, kann ich aber auch verstehen. Aber ich kann es auch nicht ändern, weißt du, hast die Klamotten bestellt, dann kommen die eine Woche später, dann gibt es das den Drucker, dann muss er ein neues Logo, weil ich möchte gerne das Logo ändern. Weil mein Logo hinten drauf, auf dem Rücken, das sieht aus wie so ein Vogel, das mache ich überhaupt nicht haben. Werbewerbel ist dabei, mein Grafiker, mein Drucker, alle. So, hier sind wir jetzt bei der Firma Degenhardt und da hole ich jetzt meine Klamotten ab. So, jetzt bin ich wieder raus bei der Degenhardt Firma und wir sind umgestiegen auf Gelb. Ich kann Orange nicht mehr sehen. Orange sieht so plünnig aus. Du siehst aus wie Stadtreinigung, Mann. Ich kann es nicht mehr sehen. So, und jetzt guckt euch mal diese Jacke an. Eine Regenjacke ist das, ne? So ein geiler Stoff, die ist so geil verarbeitet. Schön mit Druckfläche hinten. Top, ehrlich. Richtig schönes Ding. Und das ist der Grund, warum ich da immer gerne hingehe, weil sie einfach Qualität hat, weißt du? Und das mache ich echt unheimlich gerne. So Leute, das ist meine Frühstückspause hier. Schokobrötchen von der Jet in der Wurmsdorf. Grüße gehen an Daniel und Erich. Oder Erik, muss ich jetzt lügen. Das wollte ich eigentlich zum Drucker. Jetzt muss ich aber wieder nach Pinneberg, weil da ein paar Komplikationen auf der Baustelle sind. Der Boden ist nicht tragfähig, zumindest nicht auf den Höhen, wie sie sich das vorgestellt haben. Jetzt kommt da ein Bodengutachter hin. Jetzt treffen wir uns mit dem Bodengutachter vor Ort und der muss entscheiden, was da gemacht werden soll. Habt ihr das schon mal gesehen? Guck mal hier, so ein Bundeswehrfahrzeug. Oh ne, der ist das nicht. Ich hatte letztes Mal nämlich welche gesehen, die waren wie so ein Quad, weißt du? Ohne Dach. Die waren geil. So ihr Lieben. Die Baustelle habt ihr im letzten Vlog gesehen. Hier kommt eine Halle hin. Hier muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber hier wurde vorgegeben, dass wir auf ca. so 1 Meter von dem Boden gehen und dann abtragen. Der ist tragfähig. Aber ich zeige euch das gleich mal. Normalerweise, wenn man eine Bodenplatte macht, geht man immer auf gewachsenen Boden. Also vorhandenes Erdreich, was unberührt ist. Und hier zum Beispiel konnten wir nichts drauf bauen. Ich zeige euch das mal eben einmal. Weil hier 2 Meter hoch nur Kacke aufgefüllt ist. Und hier kannst du nicht drauf bauen. Das hält nicht. Hier Anhängerdeichsel, Eisen, Zäune, Stuppen, Fundamente. Und das hier ist gewachsener Boden. Der ist standfest, da kannst du drauf bauen. Der ist unberührt. Der kriegst du, egal, mit dem Rüttler kriegst du niemals den Verdichtungsgrad hin wie gewachsener Boden jetzt. Und hier zum Beispiel auch ganz wichtig unter Bodenplatten, sowas hier.
Das geht gar nicht, die müssen raus, weil wenn die Rohre kaputt gehen oder Risse haben, Wasser sucht sich den Weg dann und das spült deine Bodenplatte, weißt du? Und das ist scheiße, das muss immer raus. Darum auch hier waren Hecken und Wurzeln eingegraben, die mussten rausgenommen werden. Ja, ich meine, ist natürlich scheiße. Wenn ihr baut, plant immer mehr Geld ein. Guck mal, was hier für Erde zusammengekommen ist, Alter. Was wir hier zusammengeschoben haben. Hier willst du drauf bauen. Wollen wir doch keiner erzählen. Wie spät ist das? 13:46. Guck mal, die Uhr kann er lesen. Es ist jetzt 13:46 Uhr. Jetzt bin ich hier gerade bei den anderen. Hier machen wir für ein Autohaus machen wir hier die Erdarbeiten. Da kann man mal sehen. Ich mach gar nichts, wie immer. Aber da Mutterbodenhaufen, Sandhaufen da hinten und so weiter. Ich zeige euch jetzt mal eben den Radlader mit Bezug auf Übernahme. Da sind wir gerade noch am Verhandeln. Hier Treppen bauen können die Jungs auch. Ey, ich kann ja eigentlich auch Aufträge annehmen, wo ihr nur Treppen baut, ne? Wollen wir mal sehen, ob das gut ist? Warte mal. Hab ich gemacht. Du? Ja, darum ist es auch so scheiße. Brauche ich gar nicht hochgehen, das ist Schrott. Hier, könnt ihr mal einmal gucken. Hier aufpassen. Zack. Und den geht das nämlich. Ja, dass ihr mal das Verhältnis seht, wie groß der ist. Warte, stellen wir mal neben Reifen. Können wir das sehen? Kennt ihr die extra klein machen? Schönes Ding, echt. Da sind wir gerade noch am Verhandeln. Mal gucken. So Leute, jetzt ist es 15.08 Uhr. Jetzt bin ich bei der Besprechung hier bei den Jungs fertig. Jetzt muss ich nochmal überlegen während der Fahrt, wie ich das für morgen alles eintakte und plane, mache und tue. Weil auf der Baustelle auf anderen geht das ja erstmal nicht weiter. Ich habe das jetzt gar nicht gefilmt, das habe ich die Sachen beim Drucker abgegeben. Wollte euch natürlich den Drucker nochmal zeigen. Habe ich ganz vergessen, weil mein Telefon in einer Tour klingelt. Ja, jetzt stellen wir uns hier in den Berufsverkehr in Stau. Fahren jetzt für die Jungs, das ist jetzt 17 Uhr und holen dann noch die Rüttelplatte weg und die Tankbombe weg. So ist der Plan. Leute, man ist den ganzen Tag unterwegs. Warte mal. Man ist den ganzen Tag unterwegs, den ganzen Tag in Action. Da hat man Feierabend, Alter, und steht hier noch in so einem verkackten Stau drinne und es ist nichts los, Alter. Ich frage mich, warum, weißt du das? Es ist unglaublich, ehrlich. Und man hat noch 3 Stunden Arbeit vor sich. Da muss ich noch Rechnung schreiben, Angebot noch machen. Dies, das, bah, tja. So, jetzt mal eben checken, was die Jungs hier heute gemacht haben. Hier seht ihr die Maschinengas. Oh, ganz schön Berg haben die hier zusammen heute. Michi, wenn du das Video siehst, Michi ist mein Baggerfahrer. Weißt du, man wünscht sich immer im Lotto zu gewinnen. Man wünscht sich immer Geld zu machen. Aber wisst ihr, was ein richtiger Lottogewinn ist, Alter? Wenn ihr einfach mal ein bisschen Glück im Leben habt. Guck mal, mein Baggerfahrer, bitte. Guck mal, guckt euch das bitte an. Wie geleckt. Wie geleckt. Herrlich, einfach keine Kopfschmerzen, weißt du. Du kommst hier an, die Arbeit läuft, alles gemacht. Top, kann man nicht anders sagen. So, ich will jetzt für die Jungs den Rüttler aufladen, den morgen zur Baustelle bringen. Ich habe morgen früh eine Baubesprechung um 6 oder sowas. 6? Ich glaube ja. Und ich will jetzt alles vorbereiten, dass es morgen losgehen kann. Versteht ihr das? Amina Sekir, was ist los? Ich werde alt. So Leute, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause, da wartet Büro auf mich. Jetzt habt ihr mal einen Tag und der war relativ ruhig noch von mir erlebt. Der Kunde eben hat mich da auch noch mal beiseite genommen. Mit dem musste ich da auch noch mal rumquatschen. Warte mal eben. Mein Bruder fährt vor mir. Jetzt fahre ich ins Büro, schreibe ein paar Rechnungen, dass ein bisschen Geld reinkommt. Und dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Reingehauen, Jungs und Mädels.